Und ein herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von ATS. Idaho. Ach, so viele schöne Orte, ey. Ich habe übrigens gestern, mal erkundigt. Es gibt's hier tatsächlich. Wait. Doch, war hier. Genau. Hier gibt es ein riesiges Straßennetz. Jetzt bin ich mal gespannt, ob dort denn tatsächlich in den nächsten Versionen die Map noch erweitert wird. Oder ob das alles schon Vorbereitungen sind für das DLC, was hier kommt. Weil die beiden sind wohl die nächsten DLCs, die da kommen. Wobei das Release-Date noch nicht da ist. Aber es ist schon mal klar, also es gibt schon Informationen, dass die beiden wohl die nächsten DLCs sein werden. Von daher, wie gesagt, hier schon ein extremes Straßennetz. Wäre also die Frage, ob das wirklich einfach so nochmal kommt, um die DLCs zu erweitern. Weil hier oben wirklich tote Hose ist. Oder ob das wirklich nur der Anschluss ist für das DLC. Weil, seien wir mal ehrlich, das hier ist relativ klein. Deswegen. Ich meine, wenn man es mal hier mit anderen vergleicht, ich meine, hier sind die Kartenabschnitte hier schon relativ klein. Bin mal schon gespannt auf das DLC hier. Ah, werden irgendwie immer kleiner, ne? Je weiter du in den Osten kommst, desto kleiner werden die Bundesstaaten. Gut, andererseits, hier sind die Bundesstaaten auch deswegen nicht so groß, weil da im Echten kaum was ist. So ist ja alles Wüste. So, da ist ja nix. Ja. Ja, na gut. Fahren. Schon wieder Idaho. Was ist los? Ist ja voll die bevorzugte Behandlung hier. Gemüse. Okay, here we go. Go straight on. Ja, wieso lenk ich? Schön auf der Spur bleiben hier. Bald müssen wir auch pennen, ist ganz gut, weil es gerade dunkel wird. Das heißt, ich würde sagen, der nächste Schlafplatz gehört uns. Ja. Ja, auf jeden Fall. Wow, Alter. Da stand ich aber gerade auf den Bremsen, ey. Huiuiui. Von 100 auf 0, 0,3 Sekunden hier. Ich meine, gut, war auch ganz praktisch. Wobei ich war fast dabei, nach rechts umzufallen. Wobei, naja, der LKW hat zwar schon ganz schön geneigt, aber ob ich wirklich umgefallen wäre, war also eher etwas überreagiert. Gut, ey, eigentlich wollte ich doch gar nicht stehen bleiben, wollte nur ein bisschen abbremsen. Dass natürlich ausgerechnet in dem Moment die Bremse mal funktioniert, war natürlich klar. So, ne? Weißt du, sonst wenn du an der Ampel anfährst, dann drücke ich die S-Taste durch den Tisch durch und der LKW macht einfach nur so Luftbremsung. So, I don't know, so Luftwiderstand. Und wenn ich mal nicht bremsen möchte und die S-Taste quasi nur angucke, dann macht der LKW direkt Vollbremse. Schon verrückt.
Reduce Speed. Aha. Wenn sie nicht offiziell hier zu tun haben, müssen sie umdrehen zurückkehren? Was war das gerade? Was? Kommerzieller LKW ist nicht ge- Hä? Hat jetzt die falsche Einfahrt genommen oder was? Kommerzieller LKW-Verkehr ist in diesem Gebiet verboten. Wenn sie nicht offiziell hier zu tun haben, müssen sie... Ja, was heißt offiziell? Ich meine, es ist halt eine Route so. Ach, ist ja das Ding, was ich selber rausgesucht habe, ne? Normalerweise wären wir unten lang gefahren. Ja, da habe ich eine schöne Strecke rausgesucht. Let's fucking go. Ist alles offiziell. Ich bin von der Regierung. Ey. Was du kannst, kann ich schon lange. Oh, Alter, das ist ein schönes Gebiet. Oh, das ist ein schönes Gebiet hier. Scheiß was auf Regierung. Ich zieh hierher. Hoffentlich war das keine behinderte Idee, hier lang zu fahren. Ich habe Angst. Nicht, dass es hier Passagen gibt, wo ich gar nicht lang komme. Ich meine, gut, ich habe einen normalen Auflieger, aber es ist halt auch immerhin schon großer Auflieger. So. Auf jeden Fall geht es schon ganz schön bergauf, Alter. Heieiei. Wollt ihr nicht eigentlich pennen gehen? Schon eine sehr schöne Gegend hier. Ich meine, man muss hier verlangfahren dürfen, so. Sonst hätten sie die Streckenabschnitte ja gar nicht ins Spiel mit aufgenommen, so. Wenn ihr keine LKW langfahren dürfen. Ne? Aha. Herabstürzende Steine. Sehr geil. Da kommt Freude auf. Was machen wir hier eigentlich? Oh, schon Schatten. Alter, sieht das geil aus. Sehr gut. Leider kann man bei dem Spiel nicht so aus der Wisselscheibe rausgucken. Damit man mal hier so den Berg hochgucken kann. Ungefähr so hier.
Da musst du immer gleich zur Außenansicht wechseln. Alter! Geht's noch steiler? Ah, da oben ist ein Bett. Cool, können wir doch pennen. Meine Güte, das ist Stein, die Gesteine hier. Holy shit. Würde mich mal sagen, machen wir erstmal oben, gehen wir erstmal pennen. Und dann klappen wir direkt mal in die Aussichtsplattform. Oder machen wir jetzt schon die Aussichtsplattform? Oder wir machen es einmal vor dem Pennen gehen und nach dem Pennen gehen. Weil jetzt hier so mit dem Sonnenuntergang würde ich das schon sehen. Also würde ich mich entgehen lassen, ja. Sieht schon epic aus. Okay, also das Ding will ich definitiv auch am Tag sehen. Ach, wir können hier bei den Bussen parken. Sehr geil. Ah, schön am Tag. Cool. Gut, ich hätte hier rechts noch ein bisschen Platz gehabt. Ne, wobei nicht wirklich. Mal unsere arme schöne Auflieger. Aber klar. Er hupt hier so rum. Ist ja schlimm hier. Alles so empfindlich heute. Nice.
Oha, jetzt kommt's Gefälle. Ja, das Gefälle mit, ja. Alter, so schöne Aussicht, die ganzen Blumen rechts. Holy shit, Mann. Aber mir die Klippen echt Angst machen. Weil die dürften definitiv extra Damage geben. Ey, pass auf, Junge! Statt so ein bisschen weiter nach rechts zu fahren, was ist los mit dem? Mann, diese NPCs immer. Kein Reaktionsvermögen, die Typen. Thank you.
Ah, verdammt, da oben hätte man ein Foto machen können. Von hier aus unten geht's bestimmt nicht, ne? Doch! Aber müssen wir noch ein Stück vorfahren. Damit daraus ein gutes Motiv wird. Bin immer noch zu schräg. So. Wetten jetzt, bin ich zu weit weg? Ah, ne. Haha. Ja, mach mal so. Yeah, wuhu. Trophäe trophiert. Hoffentlich, oder? Doch, kann Meldung. Ja, genau. Ja, ja. Ah, da vorne ist die andere Durchgangssperre. Sehr schöne Gegend hier. Mal wie lange Auflieger. Hätte beinahe schon den Zaun mitgenommen. Oder so, hier in der One-Way Ramp. Oder? Nee. Mir ist einfach nur Feldweg.
Oh, Züge. Ich mag Züge. Blockieren wir jetzt die ganze Kreuzung? Nein, ach, wo. Züge. Ja, dann würde ich mal sagen, machen wir an der Stelle auch Feierabend für die Folge. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge dann wieder.